Meine Lieben, hier sind wir wieder in einer weiteren Folge World of Warcraft. Ja, mit unserer Dämonenjägerin. Und wir haben wieder genug zu tun. Wir müssen in den linken, rechten und in den Geradeausflügel. Also in die Richtkammer, in die Spiegelkammer und in die Eiskammer. Und wir werden uns jetzt mal fortbewegen von rechts nach da, nach Dings, nach Bums. Wir sind Legion. Und schauen uns mal an, was wir hier alles so mitnehmen können. Ja, das läuft ja hier ganz gut. Ihr seid kein Gegner für die Legion. So, dann gehen wir hier mal in die Eiskammer. Mal gucken, was da so ist. Uha. Nee, nicht da runter, hier runter. Ich dachte schon, hier wird es vielleicht mal so geradewegs runtergehen, aber nein. Er ist zu stark. Wir können nur versuchen, die Kugeln erneut zu aktivieren und ihn in der Kammer einzusperren. Okay. Gucken, die Kugeln neu zu aktivieren. Wie lange dauert das? Das wird ein bisschen heftig. Wir uns noch mal eben hier an, ob wir die auch noch aktiviert kriegen, ohne dass wir auf die Fresse kriegen. Sehr gut. Das Monster ist gefangen. Kehren wir zurück zu den anderen. Okay, gut. Also ich brauche ja gar nicht mehr hier großartig auf die Fresse hauen. Können wir auch direkt wieder mit hoch. Jut. Mhm. Dann gehen wir mal geradeaus. Ne, gehen wir jetzt hier rechts. So. Da ist ja auch noch was. Gucken, was wir da haben. Rechts ist ja auch noch was. Spiegelkammer, genau. Ich muss den Spiegel drehen. Hm. Aber jetzt kann ich hier rum, ne? Ja. Champion, der Strahl der Kreatur ist auf mich gerichtet. Dreht den letzten Spiegel, um ihren Schild zu durchbrechen. Okay. Dreht den letzten Spiegel. Wer ist denn der letzte Spiegel? Den hier. Okay, mach ich. So, der Schild ist durchbrochen. Schnell raus, solange die Kreatur betäubt ist. Okay. Och, Manu, ich kann gar nicht kämpfen hier. Okay. Oh, das sieht ja süß aus. Okay, jetzt haben wir noch die letzte. Da ist noch was. Hier haben wir ja noch was. Da gehe ich nochmal eben hin. Gesundheitsstein. Naja. Kann man nehmen, wenn man will. Muss man aber nicht. War hier noch was? Kurz hier gucken. Nee. So, und dann gehen wir noch mal hinten rum, ne? Muss ich ja auch noch. Hier muss ich noch hin. Genau.
Hier muss ich noch hin. Zu Imoland. Und da ist auch noch eine Kiste. Da gehe ich auch noch eben kurz hin vorher. Mal gucken, was Imoland mit mir machen will. Teufelskristall drin. Da hinten ist gar nichts. Okay. Ja, okay, mal gucken, was Imoland hat. Siana ist mit dem am Kämpfen. Wächterinnen hätten uns hier ewig verrotten lassen. Warum kämpft ihr an ihrer Seite? Weil du mir am Sack gehst. Das war ganz schön eng. Die Macht des Dämons gehört euch. Jawohl. Okay, Imoland haben wir auch fertig gemacht. Die Imolatte da. Ihr habt eine neue Fähigkeit erlernt. Flammendes Brandmal. Brandmarkt einen Gegner in einem dämonischen Symbol, mit einem dämonischen Symbol, das sofort 42.000 Feuerschaden verursacht und euren durch das Ziel erlittenen Schaden. Den ziehen wir uns doch mal nach. Da. So. Auf die 7. Okay. Also es macht schon echt ganz schön Spaß, ne? Muss ich echt mal sagen. Ey. Das muss ich echt mal sagen, ey. Das macht echt schon richtig Bock hier. Aber ich, nee, ich muss da hier hinten hin, Alter. Wo bin ich denn hin? Da muss ich hin. Wir sind alles, was zwischen der Legion und unserer Vernichtung steht. Lasst euch. Der Aufzug wird bald hier sein. Die anderen warten oben auf euch. Jo, alles klar, supi. Was kann ich denn? Talia habe ich neu. Perfekt. Super, unerklärlich überragend, unzähmbar überragend. Super. Heißt auf Neudeutsch.
Ja, ich brauche jetzt nur noch... Okay, die blau, blau, blau. Blau, 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 blau. Ich habe alles blau. Okay, perfekt. Ein bisschen auch was Cooles. Lilanes. Hm, jetzt muss ich nur noch in die Mitte zurück. Oh. Ey, halt mal. Oh, ist das schön. Welch Vernichtung. Mein Kinas. Leben dient einzig dem Untergang der brennenden Legion. Es ist herrlich. Fürst Illidan kennt den Weg. Meine Klinge soll euch zerstören, Grab sein. Ach, Leute, ich würde jetzt ganz gerne mal hier raus. Kommt jetzt der Aufzug nochmal? Hallo, Aufzug? Aufzug. Da kommt er. So, jetzt aber rauf hier. Könnt ihr gerne mit mir fahren, wenn ihr wollt. Ich bin da mal weg. Tschüss. Oh, den Rax, den hätte ich eigentlich auch noch mitnehmen können, ne? Margolit auch. Schade. So ein paar nette Gegner gewesen, die ich auch noch hätte mitnehmen können. Eure Verbündeten sind gefallen. Meine Armee wird euch zerschmettern, bevor ihr das Licht erblickt. Das wollen wir doch erstmal sehen, oder? Ich bin auf dem richtigen Weg. Schöne Lampen haben die hier. Guck mal. Schnieke. Kinder, ist Schnieke. Da hinten sitzt er auch noch am Kämpfen. Wer kämpft denn da? Ach, hier Freundschaftskämpfchen zwischen Altruis und Kain. Hört mit dem Gezanke auf. Dafür haben wir keine Zeit. Fürst Illidan hat uns gelehrt, nie aufzugeben. In den zwei zusammen muss ich jetzt mal eben kurz zugucken. Unzählige Dämonen vernichtet. Ihr habt den Pfad der Feiglinge gewählt. Ich habe es selbst gesehen, Bruder. Fürst Illidan wurde unserem eigentlichen Feind immer ähnlicher. Ihr habt unsere Brüder und Schwestern getötet und auf unsere Opfer gespuckt. Jungs. Okay. Die werden wohl so schnell nicht mehr aufhören. Azeroth darf nicht fallen. Und was jetzt? Warte mal. Becken des Urteils angesehen? Wo ist das denn? Wählt zwischen Kain oder Altrius aus? Wusstet nicht, was euch erwartet. Der Feind betrat unsere Welt. Mit dem einen Ziel, alles Leben auszulöschen. Sie metzelten alle nieder, die wir liebten.
Sie verwüsteten unsere Häuser, Städte und heiligsten Orte. Ihr wolltet sie aufhalten, doch ihr habt versagt. Also kamt ihr zu mir, in euch nichts als Hass und Entschlossenheit. Und ihr erkanntet, dass Mächte, die euch einst peinigten, euer sein konnten. Jetzt seht ihr, dass kein Opfer zu groß ist, um die brennende Legion zu Fall zu bringen. Aber Fürst Illidan, Dämonenenergie durchströmt unsere Adern, beherrscht jeden unserer Gedanken. Was unterscheidet uns von den Monstern, die wir jagen? Ihr zweifelt an unserem Meister? Wir werden nicht feige auf unsere Schlechter warten, wie die Völker Azeroths. Wir tragen diesen Krieg auf ihre Welten. Und dort werden wir die Schlechter sein. Anzugreifen. Eure Mission ist gescheitert. Eure Sache stirbt mit ihm. Dämon, denn Jäger. Ihr werdet eine vortreffliche Dienerin. Niemals. Wollt wissen, was uns von den Dämonen unterscheidet? Sie werden vor nichts Halt machen, um unsere Welt zu vernichten. Und wir werden alles opfern, sie zu beschützen. Die Legion wird von diesem Sieg erfahren. Und sie wird euch fürchten, meine Illidari. Jetzt wisst ihr, was euch erwartet. Nice. Okay. Also das fand ich schon ziemlich sensationell. Wir sind alles, was zwischen der Legion und unserer Vernichtung steht. Dient einzig dem Untergang der brennenden Legion. Ich habe alles geopfert. Was habt ihr aufgegeben? Ob es wohl kein oder Altruis wird. Denkt immer daran, es gibt kein höheres Ziel als die Vernichtung der Legion. Kein Sonnenzorn ist ein treuer Leutnant, dem Fürst Illidan Sturmgrimm mehr vertraut als anderen. Er glaubt, dass Zusammenarbeit und persönliche Aufopferung für den Sieg über die Legion nötig sind. Ehrenhaft und anspruchsvoll folgt er Illidans Ideal, seine Aufgaben um jeden Preis zu erfüllen. Diese Story-Entscheidung hat keine Auswirkung auf die Macht eures Charakters. Okay, das auch nicht. Altruist, der Leidende, ist ein Abtrünniger, der die Dinge selbst in die Hand nimmt. Obwohl er und Illidan dieselben Ziele haben, ist er selten mit dessen Methoden einverstanden.
Altruis glaubt, dass Illidan seine Macht nicht unter Kontrolle hat und verlangt nach einem neuen Anführer der Illidari. Also Kain steht auf Zusammenarbeit und persönliche Aufopferung. Nö, ich bin für diejenigen, die sich auch mal dagegen stellen. Ihr vertraut dem Verräter? Dann kann ich nicht mehr helfen. Tja, dann halt nicht. Mein Leben, lasst uns weitergehen. Die Untergang der brennenden Kammer vor uns. Ich habe einen neuen Kopf. So, jetzt muss man eben gucken. Okay, ich muss da hinten rum. Jetzt ist der natürlich abgehauen, der andere Sack, ne? Was ist das denn für ein Spacken? Wieso können die nicht einfach mal zusammenarbeiten hier, die Hyopies, ey? Okay, dann, warte mal, ich hole mal eben hier kurz die Kiste ab. Hab ich noch ein Gesundheitssteinchen? Warte mal, ein Gesundheitssteinchen könnte ich mir aber eigentlich auch mal hier auf den Slot legen, ne? Wo ist er denn? Hier hinten haben wir wieder Kampf. Ach so, Bastilax ist da. Okay. Ja. Der Inquisitor. Ja. Na gut. Dann werden wir mal ihn hier, glaube ich, platt machen. Na komm. Ihr werdet nie wieder das Licht dieser Welt erblicken. Na komm schon. Freiheit ist eine sinnlose Illusion. Ja, ja, ja. Ey, sag mal, willst du mich verkackeiern oder was? Ich werde euren Willen brechen. Was ist das denn für einer? Hello? Schon so ein bisschen. Na komm, den haben wir jetzt gleich.
haben es geschafft, Illidari! Freiheit! Yay! Hup, hup. Geil. Okay, ich kann jetzt hier hinten hoch. Yes, ja, wir haben es geschafft, wir haben es geschafft, wir haben es geschafft. Hier geht's raus, ne? Ja. Das Wort. Keine Kisten, nix da. Okay. Oh, was habe ich denn jetzt gekriegt noch hier? Moment mal, eben auf die Treppe warten. Okay, das erhöht die Bedrohung. Magie aufzehren. Warte mal, ich werde hier gerade mal ein bisschen ummobeln. Okay, Brandmarken. Magie aufzehren. Das machen wir mal. So, hier Brandmarken. Wir legen die jetzt mal hier rüber. Jo, perfekt. Aber was ist das? Muss hier oben hin. Der, den kann ich nicht machen. Okay. Gut, dann gehen wir mal raus. Wir gehen mit Altruis. Mein lieber Altruis. Ich bin Erzmagier Khadgar. Anführer der Kirin-Tor. Dämonenjäger. Azeroth braucht eure Hilfe. Ich muss mal eben gucken, ob ich irgendwas anhab. Nö, hab ich nicht. Okay. Khadgar ist da. Hey. Ergebenste Grüße, Champion. Hallo, mein Lieber. Okay, wir gehen von den verheerenden Inseln, verheerten Inseln, so, gehen wir jetzt nach Kalimdor. Okay. Das ist auch immer witzig, dass die Karte immer noch so 4:3 ist, anstatt 16:9. Bisschen strange, aber gut. Ich habe auf jeden Fall wieder mächtig, mächtig viel Spaß hier. Endlich mal wieder WoW zu spielen. Und ich habe mir überlegt, ich ziehe ja jetzt bald um. Und wir haben jetzt Ende April und ich ziehe ab dem 1., zwischen dem 1. Mai und 6. Mai ziehe ich um. Vom 6. Mai bis zum 9. Mai habe ich kein Internet. Und jetzt habe ich heute halt gedacht, so abends, komm, da ist jetzt heute so viel rumgerödelt hier schon für einen Umzug. Da geh einfach mal hin und nimm heute Abend mal ein bisschen was auf und vielleicht schon mal so ein paar Sachen, die du dann einfach mal so, ja, zwischendrin einstreuen kannst, die du, ja, dann mal auf Halde legen kannst. Und ich habe heute Mittag, als ich hier 5 Milliarden Sachen irgendwie noch sortiert habe, die ganzen Unterlagen mal wieder in Ordner abgeheftet, alles das, was ich einfach so um mich herum habe fliegen lassen. Ja, und heute Abend habe ich gedacht, ja, gut, Stream hast du jetzt keinen Bock drauf, aber aufnehmen hast du jetzt Bock drauf. Und da ich WoW schon ewig gar nicht mehr aufgenommen habe und in Legion noch gar nichts gemacht hatte, habe ich mir jetzt gedacht, okay, kommst du? Und gehst jetzt mal hin und spielst jetzt deine Dämonenjägerin und guck mal. Sieht ja schon richtig geil aus, ne? Ja, drehst dich mal um. Sieht ja schon richtig geil. Drehst dich mal um. Sieht ja schon richtig geil aus, oder? Also, mega cool. Ich bin jetzt mit Erzmagier Khadgar hier da. Wissen ist Macht. Wissen ist Macht. Entscheidend ist, es weise einzusetzen. Jawohl. Und ich wollte dann irgendwann zwischendrin mal gucken,
dass ich das mit den Quests mal hier hinkriege, mit gemischt waren. Ich verkaufe mal eben kurz ein bisschen was. Das, was ich nicht mehr brauche. Kopf habe ich. Lilla, ne? Ja, habe ich Lilla. Ich verkaufe mal eben kurz meinen ganzen Anfangsschüssel. Vorwärts zum Sieg. Jo. Und häng hier fest. Super. So, und da hinten ist Hochfürst Sauerfang. Mhm. Was braucht ihr? Jo, bringt mich zur Feste Grommasch, bitte. Zieht in Ehren. Da halten die jetzt wahrscheinlich irgendwas. Oh. Oh, Silvana. Windläufer, tretet vor. Kriegshäuptling. Die Loa-Geister. Wie geil der aussieht, ey. Mein Tod naht. Am Ende ruft der Tod uns alle. Doch die Horde lebt weiter. Ich habe euch nie vertraut. Nicht mal in unserer dunkelsten Stunde hätte ich geglaubt, dass ihr unsere Rettung sein würdet. Aber die Geister gewährten mir Klarsicht. Eine Vision. Ein geflüsterter Name. Viele werden es nicht verstehen. Aber ihr müsst aus den Schatten treten und führen. Ihr seid jetzt Kriegshäuptling. Vol'jin ist tot. Wer von euch hilft mir, ihn zu rächen?